Hallo, ich freue mich, dass Sie den Beitrag wieder zuschauen. Heute kommt etwas über das Thema Varianta Slippen. Es ist ja nicht immer so ganz einfach, mit dem Slipwagen und dem Boot dies übereinander zu bekommen, besonders beim Rausslippen. Deswegen zeige ich mal, was ich mir da überlegt habe, wie ich das mache. Wie sich das Ganze bewährt, werde ich dann auch noch berichten. Bei der Überholung meines Kiels, meines Schwertes, damit bin ich fertig. Das Boot ist mir auch nicht abgestürzt oder so. Ich habe vorne eine Bohrung eingebracht in den Kiel, hier an der Stelle, kurz über dem Slipwagen und dann auch noch so ein Stahldraht vernietet. Ja gut, das ist jetzt noch nicht richtig festgebunden, aber im Prinzip binde ich da ein Seil fest, ziehe es hier unten durch. Und zwar während der Wagen noch auf dem Trocknen steht sozusagen. Das Seil ist lang genug. Und ziehe letztendlich das Boot genau hier vorne her. Mit der vorderen Kante vorne rein. Der Slipwagen will auch, weil der Slip oft auch ein bisschen mit Blättern verschmutzt ist und so weiter, mit Kraut und Sand, will nicht so tief reinfahren. Wie jetzt möglicherweise das Boot, dass er genau runterkommt. Dann habe ich hinten am Slipwagen, hier an dieser Stelle, habe ich auch so kleine Drähte ran gemacht. Die Bohrungen sind ja schon vorhanden, das sind ja Entwässerungsbohrungen. Und jetzt zeige ich mal, habe ich hier einen Karabiner, hake den hier ein. So. Und habe ein Stück Schaumstoff daran gemacht, was nach oben schwimmt. So sehe ich die Tiefe des Slipwagens und kann auch, das mache ich auf beiden Seiten, ne, diese Teile, die schwimmen auf und kann dann genau die Mitte ansteuern und treffe es schon mal in etwa. Dieses Seil geht aber weiter. Ich klicke es mal hin. Hat also eine gewisse Länge. Und ich führe das oben auf beiden Seiten entsprechend, ich nehme es mal nochmal, zu der Klampe, die oben ist. Wo sieht man das? Zu der Klampe. Hab mir also einen Knoten gemacht, einen schwarzen Punkt. Und ich komme genau, ich zeige das jetzt mal, wenn er gespannt ist, von dort, komme ich genau an diesen Punkt. Und ich sehe dann, dass das Boot auch hinten mittig ist und bin auch in der Lage, den Wagen nach hinten zu ziehen. Also das Boot, das Kiel, richtig vorne in diese Kimme da reinzuziehen. Und auch hoffe mir, ich hatte es auch schon vorher so ähnlich gemacht, aber das sind jetzt die möglichen Verbesserungen. Ich werde noch berichten, wenn ich das mal geslippt habe. Vielleicht filme ich das dann auch und dann kann man ja sehen, ob das was nutzt. Ich hatte auch einen Slipwagen gesehen, da gibt es ja viele Konstruktionen wahrscheinlich, wo hier unten an dieser Stelle auch noch mal ein Einführungsblech ist. Also hier so rüber, damit man da einführt und nicht mit dem Kiel hier oben aufsetzt, wenn es jetzt nicht genau ausgerichtet ist für Schiff. Ich kann mir also vorstellen, dass ich das auch noch mache, dass ich hier ein Blech mache, dass das Kiel einfach immer reinrutscht. Denn sonst ist es wirklich sehr aufwendig, wenn man das nicht trifft, wirklich rauszuslippen. Der möchte ja auch dann vorne, einigermaßen vorne anliegen. So, das war's. Ich bedanke mich. Tschüss. Hallo. Ich wollte noch mal was nachtragen aus gegebenem Anlass. Zum Thema Varianta Slippen. Ich habe ja gezeigt, dass man die Varianta, um den Wagen zu fixieren unter dem Boot, nach hinten abspannen kann, den Slipwagen. Und mir ist jetzt Folgendes passiert. Ich habe die Auflagen auf dem Slipwagen, wo die Varianta drauf liegt, weil ich da zunächst nichts anderes hatte, einfach einen Teppichboden Belag darauf gemacht, auf beiden Seiten. Und die Varianta ist ja auf dem Slipwagen nicht weiter befestigt.
wenn man nicht jetzt nach hinten abspannt. Und beim ins Wasser lassen habe ich dies nicht abgespannt und mir ist die vom Slipwagen runtergerutscht, praktisch so halb ins Wasser, mit dem Kiel aufgeschlagen, mehr oder weniger, und lag dann auf der Seite am Rand des Wassers, am Slip, was natürlich irgendwie peinlich ist. Zum Glück war keiner da, keiner verletzt. Die Beschädigungen am Schiff sind auch gering. Der Slip war, wie das so oft ist, glitschig und da waren Blätter und so ein bisschen noch und das hat alles gedämpft und hatte also in dem Sinne dann auf einmal, als wir dann das Schiff einfach reingeschoben haben auf dem ganzen Schlick, hatte dann einen positiven Effekt. Aber das darf nicht passieren. Man muss die Variante auf dem Slipwagen richtig befestigen. Also die steht ja ziemlich schräg. Die steht also von dem Trailer runterfährt, dann wird sie sehr schräg, und wenn der Slip noch schräg ist, und dann rutscht die oben ab. Ja, das wollte ich beitragen. Man muss die auf dem Slipwagen richtig befestigen. Am besten nach hinten abspannen. Das, was ich gezeigt habe, ist mir jetzt nicht mehr stabil genug. Ich würde das nochmal verstärken, richtig um die Rohre rumgehen mit einem festen Seil und rechts und links abspannen. Und natürlich die Auflage mit einem richtigen, guten, haftenden Gummi machen. Und am Kiel unten, wo der Kiel aufsitzt, der kann direkt wenn da eine Auflage ist, wie es bei mir war, kann der direkt abrutschen. Wenn er jetzt etwas tiefer sitzt, dann würde er hinten ranschlagen. Aber dann, wenn er tiefer sitzt, drücken sich die Seitenführungen etwas stärker ein. Also man muss jedenfalls diesen Effekt mit berücksichtigen, dass die abrutschen kann. Die Variante und nach hinten, wie auf Rollen praktisch ins Wasser geht. Okay, danke.